Hallo und herzlich willkommen hier eine neue Folge Blind Tech bei Checo. Mein Name ist Jesse und heute möchte ich euch einfach nur die Langstöcke vorstellen, die ich bislang getestet habe, ein paar Kugeln und möchte euch einfach nur kurz erklären, wo ich die Vor- und Nachteile sehe. Aber die einzelnen Testvideos findet ihr natürlich dann auch in der Playlist der Langstöcke. Ganz viel Spaß wünsche ich euch bei diesem Video. Mehr dazu gibt's nach dem Intro. So, wir haben hier folgende Langstöcke. Als erstes liegt der Swarovski-Injektor 120 Zentimeter mit der mittleren Kugel. Die genaue Stock- und Kugelbezeichnung findet ihr in der Beschreibung. Als zweites der Swarovski Aluminium 120 mm mit der kleinen Tastkugel. Auch hier findet ihr beides in der Beschreibung. Diese beiden Stöcke habe ich bereitgestellt bekommen vom Hilfsmittelversand Granzusch. Hierfür auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank. Und auch bei diesen Stöcken ist jeweils eine Tasche mit dabei. Finde ich auch sehr gut. Dann kann man die Stöcke schön in diese Tasche reinstecken. Da passen auch die verschiedenen Kugelgrößen mit rein, soweit ich es jetzt ausprobiert habe. Und dann ist das auch immer eine saubere Sache, wenn man die Stöcke dann in der Tasche oder im Rucksack mitnimmt. Als nächstes habe ich einen Swarovski, den habe ich mir privat besorgt. Ich weiß nicht genau, welches Modell das ist. Ist auf jeden Fall auch mit Alu-Teilen, hat eine relativ große Rollkugel dran und hat einen Ledergriff. Dazu wird es auch noch ein kleines Video geben. Dann habe ich die zwei Komte. Das sind beides Telefalt 25. Das sind Falt- und Teleskopstöcke und sind bislang auch meine Favoriten, auch wenn sie ein bisschen schwerer sind. Hier haben wir einmal meine Kunststoffrollkugel, die weiße dran, die ja auch in den Testvideos bei den Comte-Spitzen mein absoluter Favorit war. Dann habe ich auf dem anderen die Keramikspitze, die ist von Kellerer und habe mir aber hier diesen Rolladapter gekauft. Den gibt es auch bei vielen Hilfsmittelversanden. Auch da schreibe ich euch die genaue Bezeichnung mit rein und auch wo ihr es bekommt. Als nächstes habe ich ganz neu bekommen, jetzt nach dem abgeschlossenen Mobilitätstraining, den Ambutech. Auch hier die genaue Bezeichnung findet ihr in der Beschreibung. Da habe ich aktuell eine Tellerrollspitze, wenn man so nennen kann, drauf. Das ist auch ein, sind jetzt auch ein Faltstock. Da habe ich auch noch ein paar Spitzen dazu. Dazu gibt es auch noch ein Video. Dann habe ich einen sehr günstigen, sagen wir mal, Notfallstock. Den habe ich mir damals bei Amazon gekauft. Der hat eine feste Spitze. Also soweit ich weiß, kann man die Spitze nicht tauschen. Ist aus Aluminium, ist relativ stabil. Auch hier kriegt ihr die genaue Bezeichnung noch in der Beschreibung und ja, da gehen wir auch noch mal näher drauf ein. Last but not least habe ich den allerersten Stock, den ich überhaupt jemals hatte. Das ist ein Kellerer. Das ist ein Teleskopstock, kein Faltstock. Es ist ein sehr stabiler Stock, der hat aktuell eine Comte-Spitze dran. Dazu gehört aber eigentlich die Keramikspitze, die ich vorhin schon gezeigt hatte. Auch hier die genaue Bezeichnung findet ihr in der Beschreibung und auch von jedem Stock, wo ihr die herbekommt. Ja, das ist wie gesagt ein Teleskopstock. Das ist der stabilste Stock, aber ich finde, wenn man gerne unterwegs ist und auch einen Blindenführhund hat und nicht immer mit Stock geht, finde ich den am unpraktischsten von allen, weil er einfach zu sperrig ist, um ihn auch mal in den Rucksack stecken zu können. Alle anderen Stöcke kann man mal schnell in den Rucksack nehmen, hat man mit einem Handgriff auch quasi betriebsbereit. Den Kellerer, den muss man dann doch zusammenschrauben, aber auch da gehen wir noch ein bisschen näher drauf ein. So, das sind jetzt alle Stöcke, die ich habe. Alle bis auf der Kellerer sind Faltstöcke. Die beiden Comte sind Faltstöcke mit Teleskop.
Da habe ich ja auch schon Videos zu gemacht. Ich zeige es aber nur mal ganz kurz. So, wenn ich den Stock aufklappe, ich nehme ihn einfach am Griff, lasse ihn einfach aufklappen, dann ist er sofort vollständig aufgeklappt. Das finde ich hier bei den Komda auf jeden Fall schon mal mega. Und dann hat man hier direkt unter dem Holzgriff die Möglichkeit, den leicht aufzuschrauben. Das ist jetzt einhändig, ich muss kurz so, den kurz aufzuschrauben, und dann kann man den nochmal ein Stück teleskopieren und somit auch länger machen. Das finde ich absolut mega. Das heißt, man ist 15 cm müssten das sein, wo man hier noch mal teleskopieren kann. Somit ist er immer passend. Finde ich jetzt zum Beispiel sehr gut, weil sollte ich mit Simba hier meinen kleinen Blindenführhund laufen, dann habe ich den, wenn ich ihn nutze, kurz. Wenn ich allein mit dem Stock laufe auf Gelände, wo ich mich nicht auskenne, dann habe ich ihn auch ein bisschen länger, weil umso weiter er vorausgeht, umso mehr kann ich natürlich auch vorher ertasten, bevor ich irgendwo drüber oder reinfalle. Ja, also diese Komde-Stöcke sind mit Holzgriff als Standard. Das ist die weiße Spitze, stelle ich euch auch den genauen Begriff rein, welche Spitze das ist. Das ist eine Rollspitze, das ist meine liebste Spitze. Von der Größe her passt die mir eigentlich immer am besten, da bleibe ich nirgendwo hängen. Ja, so, das ist eigentlich mein Standard, jeden Tag Allzweck, Stock, aber dennoch finde ich zum Beispiel auch die beiden Swarovski-Stöcke sehr gut und auch sehr leicht als Alternative. Das sind die beiden rechts, die ich von der Firma Granzosch, also Blindenhilfsmittelversand Granzosch, bereitgestellt bekommen habe. Und auch nochmal an Komde, herzlichsten Dank für die Bereitstellung der Spitzen, die ich ja damals auch verlost habe. Sehr gut angekommen. Ich werde auch einen Teil der Videos jeweils miteinander verlinken. Schaut einfach vorbei. Da gibt es dann auch ein Album, in dem alle Videos mit Langstöcken drin sind. Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall schon mal. Und weiter geht's dann auch mit den Tests. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hier gibt es mehr Videos. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Eure Jessie.